Es gibt Segler, die sind irgendwie anders als der Rest. Statt im Winter ins Winterlager zu fahren und das Boot zu putzen, buchen sie Tickets und reisen gen Norden. Statt sich in einen Flieger Richtung Karibik zu setzen, klemmen diese sich lieber hinter das Steuer ihres Autos und fahren Kilometer für Kilometer, Stunde für Stunde immer weiter Richtung Norden, bis das Wasser garantiert nicht mehr flüssig ist und die Außentemperaturen auch nicht mehr unbedingt zum Segeln einladen. Endlich Eis nach so langer Fahrerei, das muss gefeiert werden. Hierher sind so 1600, 1700 Kilometer. Probably over 1500, something like that. Toledo, Ohio. I'm just about an hour south of Detroit, Michigan. Wir kommen aus Hannover, ja. Sind Donnerstagnacht losgefahren. Freitagmorgen waren wir dann hier, also in Schweden angekommen und dann noch 7, 6 Stunden gefahren. Bis hierher. Hierher, das ist die schwedische Provinzstadt Örebro. Aufgrund ihrer guten Eisverhältnisse spontan zum Austragungsort der Weltmeisterschaft der DN-Schlitten auserkoren. Eissegeln und Autofahren, das gehört wirklich untrennbar zusammen. Für viele Sportler sind 10.000 gefahrene Kilometer pro Saison gar nichts. 183 Starter aus ganz Europa, Russland und den USA reisten in die schwedische Provinz, um ihre Weltmeisterschaft auszusegeln. Jeden Tag bei Sonnenaufgang wurden die Boote präpariert und an die Startlinie gebracht. Nicht immer war es aber ausreichend windig, um auch wirklich Wettfahrten aussegeln zu können. Zeit genug, sich und die Boote immer weiter an die Bedingungen anzupassen oder um sich zu fragen, gibt es vielleicht woanders besseres Eis? Nach 2 Tagen Flaute, 2 Tagen Wind und einer gelungenen, wenn auch knappen Weltmeisterschaft entschloss man sich noch einmal umzuziehen, um die anstehende Europameisterschaft auf einem anderen Revier auszutragen. Die ganze Verladebeute hier, oder? Noch am Donnerstagabend wurde gepackt und aufgebrochen, auf zu einem See am Vänern, wo Spiegeleis warten sollte. Es wurde gleichzeitig auch die Rückfahrt, denn ein lokaler Schneesturm hat die erwünschte Spiegeleisfläche mit einer zentimeterdicken Schneeschicht bedeckt.